Philipp, Glückwunsch zum Punkt, möchte ich sagen. Meinst du, man kann zum Punkt beglückwünschen oder kann man unzufrieden sein? Ich denke auf jeden Fall. Also heute war es eine schwierige Aufgabe. Bissing hat bisher erst 4 Gegentore gekriegt. Dementsprechend waren sie defensiv auch gut gestanden. Für uns war es heute mal wichtig, auch die Null zu halten. Das war unser erstes Mal, wo wir 10-0 gespielt haben. Das sind sehr wichtig, auch für die Moral der Mannschaft auch. Ihr habt jetzt 3 Hochkaräter hinter euch mit Balingen, Ravensburg und jetzt Bissingen. Jetzt kommen ein paar vermeintlich leichtere Gegner. Bist du zufrieden mit der Ausbeute aus diesen Spielen? Ich denke, soweit können wir zufrieden sein, bis auf Balinger SC. Da haben wir eigentlich ein klasse Spiel gemacht und es haben trotzdem 2-0 verloren. Hatten in der ersten Halbzeit viele Chancen. Jetzt gegen Ravensburg haben wir das Ding nach dem 2-0-Rückstand gedreht. Das war sehr wichtig und heute, sage ich mal, einen Punkt gewinnen. Also können wir ein Stück weit zufrieden sein, sind wichtige Punkte. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass wir die Gegner nicht unterschätzen und uns da die Punkte holen gegen die direkten Konkurrenten. Hat sich die Lage jetzt ein bisschen gebessert? Ich denke schon. Die Moral hat sich auch verbessert. Das gegen Ravensburg war Balsam für die Seele. Und jetzt geht es dran, die nächsten Aufgaben eben zu lösen. Du bist ja diese Saison neu dazugekommen als Verstärkung von Wettersbach, davor Sandhausen 2. Wie hast du dich bis jetzt in der Mannschaft einfinden können? Also ich wohne in Wettersbach, aber ja, ich komme von Sandhausen 2 und es ist mir leicht, wie gesagt, ich wohne hier in der Nähe, kenne schon einige Leute von meiner Vergangenheit vom KSC, Schorch, Hasel und so weiter, mit denen ich zusammen auf der Schule war. Deswegen hat sich hier habe ich leicht reingefunden und habe mich schon gut eingelebt, würde ich sagen. Und mit deinem Leistungsstand, wie zufrieden bist du damit? Ja, ich bin sehr zufrieden, ich kam jetzt bisher in jedem Spiel zum Einsatz, das ist auch nicht natürlich, also Es ist schwierig, vor allem wenn man manchmal sieht, was für manche Leute hier für eine Vita haben, also Regionalliga-Erfahrung, teilweise zweite Bundesliga-Erfahrung, deswegen ist wichtig, dass ich eben auf meine Einsatzzeiten komme und damit bin ich sehr zufrieden bisher. Nächstes Spiel, ein vermeintlich leichterer Gegner, der ziemlich weit unten steht, Astoria Waldorf 2. Was meinst du, was das für ein Spiel wird und wie ihr den Gegner packen wollt? Also ich freue mich persönlich drauf, ich habe auch selbst eine Vergangenheit in Waldorf. Und Waldorf hat normalerweise immer fußballerisch gespielt. Diese Saison haben sie allerdings viel sich zurückgezogen, oft mit Fünferkette gespielt. Also wird es auch diesmal ein ganz schweres Spiel. Es kann sein, dass sie sich hinten reinstellen und darauf müssen wir eingestellt sein und eben einfach versuchen, Fußball zu spielen und dann 3 Punkte zu holen. Philipp, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke auch.